Das Einzige, was vielleicht irritieren könnte, ist, dass halt hier die Kopfhörer, weil die auch zufällig grün sind, dass die so ein bisschen durchsichtig sind. Dankeschön. Ich finde das irgendwie schöner, so mit Greenscreen. Mit Greenscreen, weil dann hat man nicht diesen Kasten, der einfach alles bedeckt irgendwie in der Ecke, und ich finde das irgendwie so besser. Ah, Hogwild. Ah. Upstream hat so eine schöne Musik. Ich mag die. Oh, die schönen Pilzchen da an der Seite. Weil ich mag das Level vom Design irgendwie voll. Okay, aber man... Warte mal, da war aber glaube ich keine Kiste, oder? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, da war nur ein Leben gewesen oder sowas. Mir sagen die Fabriklevel zu. Ja, die haben auch eine sehr gute Musik. Ja, wegen dem Design auch. Oh Gott. Das war aber sehr knapp. Oh, wir könnten da vielleicht sogar nicht alles kriegen. Nun. Na gut. Das ist voll ätzend. Ich mag das nicht, wenn Level nicht so ganz abgeschlossen werden. Frikadelle. Christoph nur ans Essen am Denken. Papu Papu, der erste Boss. Körpertreffer verletzen ihn nicht. Ja, ist okay. Was ist das denn? Ist das kein Körpertreffer oder was? Oder meinten die damit Kopf? Weil ich springe ja eigentlich auf seinen Rücken oder so. Mit seiner Poporitze da. Gestern stand in den Trends auf Twitter als Hashtag unter anderem HIV und HPV. Was lese ich daraus? HIV und HSV. Ja, der hat damals, glaube ich, nur 3 Schläge ausgehalten. Aber ist jetzt immer noch genauso easy peasy. Hier konnte man die komische Koko-Fotze da. Okay, The Rolling Stones. Passt auch irgendwie zusammen. Ladepausen sind immer so lang. Fein säuberlich animierte Poporitze. So muss das. So, kann man hier alles holen? Die kann ich jetzt eigentlich nicht so gebrauchen. Ist nämlich alles wieder
total hektisch. Okay, ein Brio-Kopf haben wir. Ein Checkpoint. Los, 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 los. Was? Der hat mich verlängert? Das ist ja mega assi. Der war, glaube ich, hinten links, ne? Der andere in Brio-Kopf. Ja. Ich vertraue jetzt einfach mal dem Spiel und hoffe, dass es alles kaputt gemacht hat. Hier brauchst du den blauen Edelstein von Toxic Waste. Irgendwie kann man auf der ersten Insel überhaupt nichts holen, oder? So, dann laufen wir jetzt auch mal bis nach ganz unten. Dieses steinige Geräusch mag ich. Hier ein Akku. Koko, mach mal trotzdem. Koko. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ey, heute ist echt der Wurm drin. Torna. Mein Gott. Das Leben ist mir scheißegal. Giorgio. Wann hat eigentlich KFC auf? Von 10 bis 23 Uhr, glaube ich, am Wochenende. Bin mir aber nicht ganz sicher. Kommt er wieder? Bitte. Ja, danke schön. Yay, unser erster Embryo-Dings. Okay. Der müsste ja eigentlich noch einfach sein. Oh. Haben wir ein Leben, glaube ich, weggedreht. Yay! Beim ersten Versuch. Schreib gefälligst meinen Namen richtig. Ich mag das nicht, wenn man die nicht direkt abschließen kann zu 100%. So, jetzt müsste Wildschwein-Level kommen. Oder? Ja, Hogwild. Mal gucken, wie wir hier durchkommen. Was willst du denn beim Drachen, Christoph? Vor allem, wie kommst du jetzt da drauf? Hallo sagen. Ich hatte echt auch schon mal überlegt, dahin zu fahren, aber das ist mir echt zu weit von hier aus. Ich glaube, bei dem letzten hier war das so, dass man dahin reiten muss, wo man denkt, dass er nicht hinkommt. Irgendwie sowas. Nee, da wo er gerade herkommt, da muss man hin. Oder da wo er hin will, muss man. Ach, keine Ahnung.
Penis, Penis. Yay! Du guckst wieder Videos von denen. Nice. Du guckst wieder Videos vom Zug zu ihr. Das ist schön. Ich habe jetzt auch mal hier Rayman ein bisschen nachgeholt. Native Fortress. Da brauchen wir dann aber den roten. Wow, das ist sehr ätzend. Ich bin gerade überlegen, ob mir irgendwann mal so was Ähnliches passiert ist. Aber ich glaube nicht. Aber das ist schon dezent sehr ätzend. Ösi ist am Start. Also die Hitbox von dem Feuer, die ist katastrophal in dem Spiel. Der hat mich schon beim ersten Durchgang tierisch abgefuckt. Nein! Guck mal, jetzt geht's hier mit dem Drachenlord im Chat ab. Da muss ich doch direkt mitlesen. Drache Isolation. Oh nee, ey. Was ist mit Shen los? Ich habe nur irgendwas gelesen. Gestern war nicht so gut oder sowas. Nee, da abwarten. Hup. Ich habe gerade irgendwas Komisches gehört. Bei den Dingern. Bei diesen Stachelteilen. Nee. Ich weiß nicht, wo das herkam. Das hat sich angehört wie eine Katze. So. Ein Wunder, dass ich da nicht drauf gegangen bin. Brot mit Soja. Lecker. Versteckt. Ja, das war auch knapp. Ugh.